So, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einer kleinen weiteren Runde Bioshock mit mir. Ich muss das Spiel ja auch irgendwann mal fertig kriegen. Und ich habe gerade ein bisschen Bock und Lust und Langeweile. Wir hören uns jetzt mal an, was hier passiert. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das Waffenrichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Jo. Es würde wie ein Unfall wirken. Müssen wir jetzt da lang weiter? Jo. Gehe zum Büro des Direktors. Na klasse. Wo? Warte, oben. Warte, ich hab doch hier... Nee, warte, warte, hier war das? Da. Ich mach gerade... Irgendwas mache ich gerade falsch. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Pistole und Muni? Nee. Na gut. Muss ich es auf die alte modische Art machen? Komm mal her, komm mal her. Wo ist es hin? Ja, ganz langsam. Nummer 1. Dass ich das da drüben. Mann! Scheiß Ding hier. So. Jetzt gehörst du uns. Bleib stehen, Drecksack. Was ist denn jetzt hier los, hier? Alles. Oder hier oder was? Irgendwas stimmt immer noch nicht mit meinen Frames. Ich glaube, ich muss von 1080p wieder runterkommen. Da ist mein Prozessor, der will dann doch noch nicht so richtig hier dabei mitmachen. Weißt du auch. Das machen wir jetzt mal schnell. Kararafik. Oder was könnte man denn noch? Umgebungsverdeckung, Detailgrad der Objekte, Helligkeitseinstellung. Komm, gehen wir da mal einfach eins runter. Na, komm, mach das mit. Ich drücke. Ach, gehen wir doch nicht auf den Keks. Speichern wir das erstmal. Warum geht das hier nicht? Ist mir egal. So. Gucken wir mal, ob es jetzt wieder ist. Ansonsten muss ich die Grafik an sich runterschrauben. Ja gut. Ich werde getroffen, ich werde getroffen. So. Gucken wir mal, was wir alle für uns haben. Wir haben hier nicht eben noch ein paar Leichen. Knochen, Knochen. Dich haben wir gerade gelootet. Können wir dich hier looten? Na, wird ja auch mal Zeit. Sehr schön, haben wir wenigstens immerhin schon mal 42 wieder. War hier drüben noch irgendwas? Ja, endlich wieder ein bisschen aus der Hefe kommen.
Da ja, noch ein kleiner Riss, den hören wir uns an. Es ist bereit. Es ist Zeit. Prophet, selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Hoffnung? Was ist das für eine Krankheit? Die sind doch alle bekloppt hier. Kannst du mir sagen, was du willst. Das geht ja auch immer gut. Na, wo ist er? Da gehörnte. Was haben wir da? Pistolenmunition. Und Kineskop benutzen! Aha. Süßer kleiner Vogel. Das war's? Na klasse. Morgen ist ja deine Operation. Also ist das. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? 6 Monate? 6 Monate lang ist sie schon weg? Aber das ist so eine andere Realität dann. Weil wir sind doch noch nicht 6 Monate weg hier. Knack. Warum leuchten denn seine Augen denn? Ja, ihr seid auch alle fertig. Fertig mit der Welt. Bin ich überhaupt richtig? Nö, ich muss da rum. Da lang. Erstmal hier rüber. Schrotflinte. Sollte ich mal die Schrotflinte mitnehmen? Ja. Und dann gucken wir mal, was der hier alles wieder will. Kann man uns diesmal vorbeischleichen? Boah. Hier. Ach, da oben. Der große Lauscher. Da steht auch noch ein Geschenk für uns. Seht ihr das? Kleidung. Gesundheit für Salze. Du kannst mehr Salze hast nutzen. Vergleich anzeigen zu Meisterschütze. Wir nehmen es noch nicht. Und schleichen uns hier dran vorbei. So. Schauen wir uns das hier noch an. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Ja, ja. Gewissensfrage, natürlich. Oh, sehr böse. So, ich gehe mal hier weiter. Ohne dass er uns gesehen hat, können wir uns endlich dran vorbeischleichen. Und jetzt sind wir ganz woanders. Ich muss da drüben lang. Ja, ja, ja. Und? Einst versprach ein Was? Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Was? Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Hat sie jetzt gerade von uns geredet? Setzte auch einst Vertrauen in die Menschen.
Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Leugnete, dass ich sein Fleisch bin. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Na klasse! Wir können ja auch nicht überall sein, verdammte Grütze. Warum, Eddie, warum? Das ist doch eine Scheiße hier. Oh, da geht's da lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warden's Office. Hab ich hier irgendwas noch vergessen, weil ich mitnehmen kann? Ich blöde Köppe. Die Gehirnwäsche, was sie unterzogen haben, hat funktioniert. Kannst du sagen, was du willst? Es hat funktioniert. Das Kampfschiff fällt. Aha. Weiter. Sehr inspirierend. William Earl Foreman ist gestorben, als er das filmen wollte. So, Sicherheitscenter. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas auf der Erde übersehe. Und gleich müssten eigentlich noch so ein paar lustige Shooter-Passagen kommen hier. Wieder draußen. Ich muss da entlang. Muss ich da nach oben? Natürlich muss ich da nach oben. So. Erstmal kurz hier noch ein bisschen umschauen, was hier los ist. Da ist nur eine Knarre. Und wir müssen das da drüben machen. Also bin ich doch schon auf dem richtigen Weg hier. Da ist der Schalter. Ich höre mir erstmal hier Voxophon-Dinges an. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Redet ihr immer noch von uns? Oh Mann. Ich will nicht. Ich muss. Ich werde es tun. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Alter! Erschreck mich doch mal nicht so, du blödes Mistvieh! Mann, Mann, Mann! So! Oh, der Elektro-Ding hier! Knack! Komm, das nachladen! Und kommt her! Was ist schon? Der. Kommst du noch mit? Alter, so ein blöder Sack. Ehrlich mal. Dass der da auf einmal wirklich hinter mir steht. Und mich so erschrecken muss. Der Horst. Da drüben muss ich lang. Hä? Komm, ihr habt doch eh keine Chance hier. Ja.
Ich muss nach. Ich muss mal schießen. So, da lang? Nee, da lang. Aber was die Elli da im Hintergrund erzählt. Das gibt's nicht. Voll die Gehirnwäsche. Aber absolut. Entweder geht er dann nach, oder er wird auf ein reduziert. Da drüben lang? Gehen wir da drüben lang. Da rein? Ja, voll ja. Tötet ihn! Ich renn einfach mal hier so durch. Das Witz hier ist. Das Ding führt mich im Kreis. Soll ich hier mal drücken? Ich drück hier mal. Ach klar, hab ich das. Das weiß nur keiner. Morgen kommt die Leine ab. Denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Das ist natürlich. Elizabeth, halt durch! Was? Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Was? Da hinten ist sie, da hinten ist sie, da hinten ist sie, da hinten ist sie. Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Was? Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth! Ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Nimm Ellies Hand. Oh nee, was? Eine alte Frau? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Das? Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Das ist ja mal echt krass. New York, einfach überlaufen. Derb, derb, derb. Aber damit beende ich jetzt erstmal meine Folge heute. Und sage danke fürs Zusehen, kommentieren, favorisieren, liken oder auch nicht. Macht was ihr wollt. Haut rein, bis denne.